So, hier ein paar Informationen zu diesem Arbeitsblatt. Bevor wir anfangen mit der Tabelle, sollten wir uns das hier oben nochmal anschauen. Hier gibt es ein paar Stichworte, die ihr ausfüllen solltet, so quasi als Erinnerung. Das machen wir aber nochmal auf dem Extrablatt. Und zwar nochmal ganz kurzen Rückblick, Erinnerung an das Modell, um das es geht. Ich habe ja bei dem Kernhüllemodell nach Rutherford folgendes. Man sagt, man hat ein Atom, das besteht aus einer Hülle und in der Mitte ist ein kleiner Kern. Im Kern habe ich positiv geladene Teilchen und neutrale. Es können mehrere positive sein, mehrere neutrale. Und in der Hülle habe ich die negativen Teilchen, die Elektronen. Das mit der Hülle ist bei dieser Ebenenzeichnung natürlich nicht so ganz gut zu sehen oder zu erklären. Eigentlich ist es natürlich eine Kugel und man kann ungefähr oder man stellt sich das so vor, dass die Elektronen sich im Bereich dieser Kugeloberfläche quasi bewegen rundherum. So, jetzt gibt es noch wichtige Sachen zu beachten und zwar, das war ja das, dass die Masse von einem Proton, also P plus, dass das ungefähr ein U war, ebenso wie die Masse von einem Neutron. Und wir hatten gesagt, die Masse von einem Elektron, die ist ziemlich klein und deshalb sagen wir es einfach fast null. Ja. Deshalb brauchen wir die Masse von den Elektronen quasi nicht beachten. So, das ist das Grundprinzip. Und dann gibt es noch diese eine Regel, die wir hier oben festgehalten haben, die Ordnungszahl. Die Ordnungszahl war ja die Anzahl der Protonen. Deshalb kann ich also aus dem Periodensystem immer ablesen, wie viele Protonen ich habe. Und wenn wir nochmal kurz zurückblicken, da die Masse der Protonen und Neutronen jeweils ein U ist, während die vom Elektron quasi keine Rolle spielen, kann ich sagen, die gesamte Masse kommt von den Neutronen und Protonen. Deshalb kann ich hier eben auch sagen, die Masse ist gleich die Anzahl der Neutronen, ich kürze es mal ab, und die Anzahl der Protonen. So. Und das ist das, was man eigentlich vor allem beachten muss. Und dann kann man mit Hilfe des Periodensystems diese Tabelle also ausfüllen. Fangen wir mal vorne an. Die erste Zeile. Es geht um Wasserstoff. Dazu muss man das Symbol kennen, denn im Periodensystem hier steht es ja meistens nicht drin, wie der Name ist. Das ist Wasserstoff, ist H. Und zur Erinnerung, ich nehme mal eine andere Farbe. Das, was ich hier oben habe, das ist die Ordnungszahl und das da unten ist die Masse von einem Atom natürlich. So, das heißt, ich kann mir jeweils diese Sachen hier bzw. hier ablesen. Das sind auch die, die ich dann eben brauche. So, also gucken wir mal. Ordnungszahl war 1, Masse ist 1. Gut, also fangen wir an. Es ist das Symbol gefragt, das war H. Die Anzahl der Protonen, wir erinnern uns, Anzahl der Protonen ist gleich der Ordnungszahl, also ist es ebenfalls 1. Anzahl der Elektronen, das steht jetzt hier nicht drauf, aber im Grunde genommen war es ja immer so, ich muss ja die Ladung der Protonen ausgleichen, sodass ich sagen kann, wenn hier 1 ist, dann kommt da ebenfalls 1 rein. Die Anzahl der Neutronen. Hier oben finden wir die Regel, Masse gleich Anzahl Neutronen plus Anzahl Protonen. Die Masse könnten wir hier mal aufschreiben. Das war ja ein U oder 1. Und Ordnungszahl war auch 1. Da habe ich einige Sachen noch nicht eingetragen. Und da die Masse 1 ist, ich auch ein Proton habe, bleibt also für die Neutronen nichts übrig. Deshalb muss es 0 sein. Ja? Zur Erinnerung. Anzahl Neutronen plus Anzahl Protonen muss die Masse sein, also 1 plus 0 macht 1. So, Hauptgruppe muss ich ablesen. Das sind jetzt alles eher Sachen,
Hier wird die Hauptgruppe und Periode nochmal zum Wiederholen der Begriffe und zum Nachschlagen. Das war in der ersten Hauptgruppe und die Periode war auch die erste. So, weiter geht's mit dem nächsten. N wie Stickstoff ist hier, ist in der fünften Hauptgruppe, 5a, im Gegensatz zu B für die Nebengruppen, hat eine Ordnungszahl von 7 und eine Masse von 14. Die Zahlen trage ich mal ein. Also das war der Wasserstoff, Stickstoff. Stickstoff. Es war gegeben die Ordnungszahl, das war 7 und die Atommasse, ups, 14 U, so ungefähr. Wir runden immer bei diesen Aufgaben. Der Hauptgruppe war die 5 und Periodennummer war die 2. Ja, hier zur Erinnerung, zweite Zeile, hier, das ist die Periodennummer. So, und jetzt geht es eigentlich darum, dass ich mich wieder an diese Regeln hier oben halte. Also Anzahl der Protonen, wo kriege ich die her? Die Anzahl der Protonen entspricht immer der Ordnungszahl, also muss ich auch hier das gleiche einbauen. Also habe ich, Moment, wenn ich die Ordnungszahl 7 habe, auch 7 Protonen. So, Anzahl der Neutronen kriege ich aus der Atommasse, denn die Masse ist gleich Anzahl Neutronen und Anzahl Protonen. Wenn ich schon 7 Protonen habe, was ja gegeben ist durch die Ordnungszahl, bleiben also noch 7 Neutronen übrig. Also 7 können wir gerade hinschreiben, das ist ja hier 14 minus 7 ist also gleich 7. Das ist das Ergebnis. So, und die Anzahl der Elektronen, die habe ich hier jetzt mal farbig immer gemacht mit einer anderen Farbe. Die Anzahl der Elektronen ergibt sich eigentlich immer direkt aus dem hier. Also muss das 7 sein. Warum nochmal zur Erinnerung? Proton ist plus, das ist minus und das muss ausgeglichen sein. Einmal plus und einmal minus gibt halt 0, sprich neutral zusammen. So, das waren jetzt zwei ähnliche Aufgaben, wo ich gerade ein bisschen nachgelesen habe. Jetzt wird es, naja, ein bisschen schwieriger. Anzahl der Protonen. Da muss man eben dran denken, die Anzahl der Protonen entspricht ja der Ordnungszahl. Also gucken wir nach. 11. 11, 11, wo sind wir? Ist hier. Ich habe die Ordnungszahl 11 beim Natrium. Also muss das Natrium mein gesuchtes Element sein. Wir gucken gerade noch die Masse nach. Das sind die 23. Und zurück. Also. Das Element hier mit der Ordnungszahl 11, ja, weil sich das hier raus ergibt, ist das Natrium. Natrium, Symbol Na. Und wir haben noch die Atommasse von etwa 23 U. So, Hauptgruppe, sollte man wissen, Alkalimetall 1. Periode, das ist die dritte Zeile, also dritte Periode. Ich habe gerade drüber geguckt. Ich sehe das Periodensystem hier nebendran. Deshalb habe ich gerade mal geschaut. So, gehen wir weiter. Jetzt können wir im Prinzip das wieder bestimmen. Wir können jetzt mal das hier wieder nehmen. Fangen wir mal hier an. Anzahl Elektronen, ihr erinnert euch, plus minus, muss also identisch sein, also auch 11. Und dann habe ich hier. Die Anzahl der Neutronen plus Anzahl der Protonen muss die Atommasse sein. Also 23 muss Ergebnis sein von 11 plus irgendwas. Das ist dann also 12. So, und so geht es ja immer wieder weiter. Ich gucke mal nach Spezialfällen. Was haben wir hier? Hier ist die Ordnungszahl gegeben, 14. Also kann ich das Element bestimmen. Gucken wir kurz nach. Ordnungszahl 14, das wäre also Silizium. Und wenn ich Silizium habe, dann kann ich den Rest auch ausfüllen, ne? Das Symbol und dann geht es wieder von vorne vor. Gehen wir mal hier. Na, hier ist es auch nicht so schwer. Ich gucke einfach Hauptgruppe, das heißt, welche Spalte, die zweite, in der vierten Zeile. Und dann sehe ich, das ist zweite, vier, das ist also das Calcium. Dann habe ich wieder meine Daten und kann von vorne anfangen. Was haben wir hier? Ordnungszahl, das heißt das gleiche wie hier oben.
Anzahl der Elektronen ist ein bisschen schwieriger, weil wir hatten ja sonst immer die Anzahl der Protonen zuerst gegeben. Ist aber auch nicht schwer, denn, erinnert euch hier, die Anzahl der Elektronen muss ja gleich der Anzahl der Protonen sein. Das heißt, wenn ich 38 Elektronen habe, muss ich also auch 38 Protonen haben. Und damit ist auch die Ordnungszahl 38. Und damit ergibt sich der Rest eben auch. Ja, und so geht das Ganze eigentlich immer so weiter. Irgendetwas ist immer gegeben. Man muss halt entsprechend nachschlagen. Das ist alles. Das sollte wirklich kein Problem sein. Die Lösung besprechen wir dann noch in der Schule.